So, Eugen, wie war denn deine Woche? Ja, intensiv. Ja, aufschlussreich, sehr viele interessante Dinge gelernt oder beziehungsweise an den Mann bekommen, den man jetzt im Training umsetzen muss oder trainieren muss. Oder beziehungsweise wie Training wirklich funktioniert, nicht nur Line-up-Spiel. Ballgefühl intensivieren, Stellungsspiel, auf die Drei-Bälle-Geschichte achten, habe ich davor gar nicht gemacht. Also hast du an der einen oder anderen Stelle einen anderen Einblick jetzt auf das Spiel? Ja, definitiv, komplett, das ist alles neu, das ist jetzt ein neues Spiel eigentlich so für mich, wie das, was ich davor kannte. Ja, also da hilft dir jetzt natürlich deine gute Basisarbeit vorher. Ja, die hilft, weil diese ganze Körperbewegung, die Geradheit ist ja da. Das Ballgefühl da reinzubauen ist. Für jemanden, der das erreicht hat, stoßtechnisch, was du jetzt schon erreicht hast, ist das dann das kleine Problem. Ist ja dieselbe Bewegung, nur noch feinfühliger. Und wie wirst du damit umgehen, dass du zu vielen Bällen vorher sag mal, eine Meinung oder ein Vorurteil hast? Ja, das muss man erstmal im Kopf wirklich ja, die Denkweise muss man umstellen. Weil du gehst ja, wie es halt gewohnt bist, jahrelang vom Training, ah ja, scheiße, und das hat nicht gepasst, und da muss man halt ein bisschen weg, dass man tatsächlich sagt, dass man auf die Bälle hört oder auch den natürlichen Winkel zum Beispiel auch sauber berechnen kann. Das ist so ein bisschen mein Problem jetzt, wo ich habe, dass ich gar nicht sehe, wo geht denn die Weiße hin, wenn ich sie ohne Fehl irgendwas spiele. Also die Ballphysik, die habe ich einfach noch nicht im Kopf. Und eben, das ist ein Punkt, wo man deutlich trainieren muss. Ja. Aber Lust, das zu trainieren, hast du, ne? Ja, klar. Ja, ich denke, das ist die Grundlage sogar dieses Spiels. Nicht die Technik, also nicht der Stoß selbst, sondern erstmal, wo laufen die Kollegen überhaupt hin. Was war denn eigentlich so deine Grundintention, die hier eine Woche anzutun? Also bei mir war die Intention war tatsächlich, da ich verunsichert bin in meiner Technik, in der Griphand und hin und her, da den Fokus permanent schon seit Jahren hatte. Ich habe jede 2 Monate habe ich die Griphand gewechselt und sich anders hingestellt, die Pre-Shot-Routine anders gemacht und dachte immer, der Fehler liegt darin, dass ich einfach nicht sauber stoße oder die Technik nicht sauber ist. Deswegen passiert hier auch nichts. Aber natürlich, wenn man sieht, allein vom natürlichen Winkel, wo läuft er hin, ohne viel Kraftaufwand, läuft er, sagt er mir ja schon, wo er hinlaufen möchte. Und das ist das, was mir ja, stark aufgefallen ist die Woche, dass das Defizit liegt und nicht an der Technik. Weil jetzt die ganze Woche auf den schnellen Tischen mache ich hier mit der Griphand eigentlich gar nichts. Es läuft ja einfach nur durch. Ich gebe ja das Rollen hatte ich davor nicht. Ich habe immer nur gedrückt. Also stark gespielt und wollte den Ball permanent manipulieren und ihn in die Richtung drücken, wo ich denke, dass er dahin sollte. Wo siehst du dich oder wo willst du bis Silvester hin? Jetzt haben wir Juli. Was würdest du gern bis Silvester für dich, sagen wir mal, im Training schon mal so ein bisschen anklären? Also definitiv die Winkel und das Ballgefühl. Das Ballgefühl wird jetzt in jedem Training erstmal bei mir Priorität dazu, auch mit dazu haben, aber ich meine, das gibt es ja immer mit beiden. Das hast du ja immer mit. Ja, und das Winkelspiel natürlich. Die Markierung von den Bällen mit dem Kreidegriffel hilft, ne? Ja, ganz klar. Also das werde ich mir hundertprozentig mit also besorgen, diesen Stift, weil das ist, ich spiele die Position bei mir schon auch nochmal nach. Aber ich lege den nie wieder so hin, wie er war. Genau, wenn du eine negative Meinung zu einem Ball hattest, legst du ihn dir schlechter hin. Ja, genau. Und wenn du eine positive hattest, legst du ihn dir besser hin, ne? Genau, ja. Und deswegen ist das ganz gut. Man kann auch das, haben wir gerade gemacht, hier jetzt mit etwas komplexeren Bildern sogar noch so Frame-ähnliche machen. Und man kann eigentlich jede Option mal durchtesten. Immer so auf meine Meinung, Balls Meinung. Meine Meinung, Balls Meinung. Ne? Also so. Und da kann man eben, finde ich, wahnsinnig viel rausarbeiten, weil da stehst du auch als Spieler nicht mehr so in der Verantwortung. Der Ball sagt dir schon vorher, du pass auf, Position 1, 2, 3 oder dicker, dünner, dann treffe ich den, dann treffe ich nicht, treffe auf dem Rückweg, pass auf und so, ne? Ja, ich für den Kopf einfach, du tust dich nicht mehr so unter Druck setzen. Das Genau. ist das, was ich hier auch habe. Ich muss mir nur noch aneignen, gerade diese Position, sagen wir mal, die 6, 7 Bälle legst du hin,
Und das auch im Spiel danach oder irgendwie nachher zu sehen, ah, okay, hier ist die Spielsituation haben wir gerade und du kannst die Winkel anhand dieser Bälle ja schon ein bisschen raussehen. Ja. Jetzt so am Anfang als Hilfestellung. Und das muss mir noch ein bisschen eineignen, in das System reinzukommen, dahin zu gucken. Das heißt, du fährst zufrieden heim. Erstmal leicht überfordert, also wirklich, der Kopf ist gerade so voll. Ich muss das erstmal sortieren daheim, ist ja klar. Aber ja, sehr viel Input, sehr viel Neues. Der Fokus muss anders gelegt werden. Und also all diese Dinge, das schwirrt mir gerade so im Kopf rum. Es sind viele Sachen, du probierst so viel wie möglich aufzusaugen, aber alles kriegst du ja auch nicht rein. Klar, ich mache mir ab und zu auf dem Handy ein paar Notizen noch mit bei, hin und her, damit ich weiß, wo was dazukommt. Aber ich meine, das sind ja erstmal die Grundlagen, da kann ich erstmal ein halbes Jahr, da habe ich genug zu tun ohne jegliche Dinge. Das war ja auch der Plan, auch mit jedem einfach nicht nur immer so ein Emergency Room zu machen und singen und klatschen und Stoßtechnik, sondern zu sagen, guck mal, da liegt deine Zukunft. Ne? Die liegt erstmal, wie sagt man, erstmal Kopf erreichen, dann Körper, ne? Ja. Also in der Reihenfolge. Ja, also cool, also schön. Da bin ich mal gespannt. Ansonsten drumherum hat auch alles funktioniert. Ja, super. Was ich, Leute waren top. Hast dich zu Hause gefühlt. Und ja. Voll. Direkt gut aufgenommen. Danke. Danke.